heute sind wir, und zwar zusammen mit einem schwedischen Paar, zwei Freunden, die ich aus dem Hotel kennengelernt habe, machen wir so einen Tagestrip und ich versuche euch jetzt mal mitzunehmen. Und zwar sind wir in Ubud und noch nicht ganz in Ubud. Wir sind jetzt nämlich auf einer Farm, einer Kaffeeplantage. Das heißt, wir haben jetzt gerade gesehen, wie die Kaffeebohnen aussehen, wenn sie noch nicht reif sind, wie die hergestellt werden. Hier gibt es so ganz verrückten Kaffee. Und eine ganz tolle Fledermaus habe ich gesehen, die ganz schön ist. Und Riesenspinnen. Und ja, ich zeige euch alles. Und vielleicht sehen wir noch ein paar interessante Sachen heute. Kommt mit. Need Arabica coffee, but this no ready. Because the color is the green color is no ready. He's so cute. He's eating only papaya and water every day. Oh, he's a vegetarian as well. My friend. Yum, 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 papaya. Oh my goodness. Look at her face. And we have the process for the coffee. Yeah. Before the coffee, something like that, the color, yeah. Green. Okay. And after we are going to cook just 1 hour until the coffee, the color is black. Yes, it's lemongrass. You're grounding coffee now. Some like this. No, you have to bang it. Because the beans are hard. Yeah. All the beans are really hard. So you need to do it violently. My job. Take it out. You wanna go for the kitchen? Oh. Perfect. Perfect. Maybe coconut. Coffee culture. Luwak. Where are you from? Coffee. That's interesting. Wir machen jetzt gerade einen Stopp und zwar haben wir ein Blümchen gekriegt und eigentlich sollte Lunch included sein. In dem Preis aber war es jetzt doch nicht und ja, ich werde jetzt so was Vegetarisches ausprobieren in Kokosmilch und bin ganz gespannt. Because it's so cute, this little package is there. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht, aber das da hinter mir, das ist für die Krematorien, wie heißt das nochmal, wenn Menschen beerdigt werden quasi, also verbrannt werden, fällt das Wort auf Deutsch gerade nicht ein, für die Zeremonie so eine Figur und damit marschieren die dann los. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Okay, vielleicht sollte ich erst gehen und dann filmen. Wir gehen jetzt in einen Tempel und mussten uns dafür jetzt lange wieder diese Elefantenhosen anziehen. Und ich bin ganz gespannt. Wir müssen auf jeden Fall viele Treppen steigen. It's really a lot of work. The rice that could buy 1,000 miles away in the supermarket. Google, like, how many rice? Then I'm trying it with me.